Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warlord 76. Ich habe mein Bestes versucht, irgendwie das Lager halbwegs aufzuräumen. Ich musste viele, viele Sachen wegwerfen. Und wir sind bei 599. Ich weiß auch gar nicht, was ist bei mir gerade so schwer. Das ist schwer. Das ziehen wir uns demnächst mal rein. Haben wir hier noch irgendwie Gewicht? Das Buch, ey. Das kann alles weg. Alles, was Gewicht hat, muss weg. Haben wir hier Gewicht? Haben wir hier Gewicht? Ja. Hier haben wir halt auch dezent Gewicht. Ja, die Mini-Atombombe wollte ich loswerden. Tschüss, Mini-Atombombe. Tschüss, Raketen. So, das war's. Ja. Ist zwar schade um die ganzen Sachen, aber ging nicht anders. Ich musste gucken, was wir dringend brauchen, was nicht. Und jetzt muss ich gucken, können wir die Sachen irgendwie verarbeiten? Kann man die irgendwie einschmelzen? Ich meine, ist ja gut, dass wir jetzt Rohstoffe gesammelt haben. Aber was zur Hölle machen wir jetzt damit? Hier im Labor vielleicht. Können wir damit noch irgendwas machen? Schmelzen. Wir brauchen Säure dafür. Ach Gott. Frage ist, hä? Wollt ihr weg? Haben wir das Ganze jetzt ein bisschen leichter dadurch gemacht? Ein bisschen. Ein bisschen. Ein Gewicht. Also. Das ist wahrscheinlich, weil die auch die Säure weg ist. Na gut, nächstes Mal müssen wir Blei schmelzen. Nicht einfach wahllos irgendwie dran rumklicken. So, wir wollten heute uns um die Airdrops kümmern, ne? Die Frage ist, wo war denn das jetzt? War das hier beim Sendeturm? Muss beim Sendeturm gewesen sein. Muss. Boah, erschreck mich doch nicht so. Hab ich mich verjagt. Wie, ich muss die auf... Okay, das ist neu. Patrone, Stim, Redway, Brandaxt. Mit Leuchtvisier. Na gut. Oh, besseres gehabt. Gehen wir zurück. Wer weiß, was wir noch bekommen. Wahrscheinlich irgendwie eine T-45 Rüstung oder so. Irgendwie so ein Scheiß. Irgendwas, was richtig viel wiegt. Weil die eine so eine Rüstung wiegt 18. So ein Brustteil. Wir sollten einmal die Folge... Ach. Alter, ist es dein Ernst, dass du so lange brauchst, oder? Ja, schön ins Wasser werfen. Du bist mit Flachpfeife. Das dauert 10 Jahre, ey. Ah, guck mal, da schwimmt eine Blähfliege rum. Ach komm, machen wir es heute alles in der Folge fertig. Dann warten wir noch ein bisschen, freuen uns einen Keks. Das war scheiße. Alter, was zur Hölle? Oh Gott, da war der letzte Dreck drin. Und das nächste Mal laufen wir zu Wooster hin. Dann können wir jetzt ein bisschen Zeit überbrücken und können uns was anhören, denn ich habe was gefunden, was wir uns noch nicht angehört haben, was wir uns anhören sollten. Nee, ich bin wieder hier. In meinem Revier. Und da bin ich mir sicher, der Loot wird richtig scheiße. Ja gut, wir hören uns mal das Ding an, was wir uns noch nicht angehört haben. Aufgrund deiner Beherrschung der Werkzeuge und Techniken der Herren hast du den Rang der Sucherin erhalten. Das Training ist fast abgeschlossen. Um ein Vollmitglied des Ordens, eine Herrin der Mysterien zu werden, musst du eine Mission abschließen, die der Herren selbst würdig gewesen wäre. Trainiere deine Fähigkeiten weiter. Wenn die Zeit gekommen ist, wird Eve dir eine Mission des Ranges Herrin zuweisen.
Dies wird dein letzter Test sein. Wenn du zurückkehrst, werden deine Schwestern und ich dich mit Stolz in unseren Reihen willkommen heißen. Okay, wird es jetzt wirklich mein letzter sein? Achso. Ist aber nicht mehr im Kreis, oder? Ah, okay. Habt ihr nochmal Glück gehabt. So viel zu dem Thema. Einmal müssen wir noch, Leute. Einmal müssen wir noch. Leuchtfackel, Bowie-Messer, Leuchtpistole. Ist das euer Ernst? Das ist doch nicht euer scheiß Ernst, oder? Oh Gott. Ich hab doch gesagt, dass der Loot scheiße wird. Alter, was war das denn? War voll für den Arsch. Wer wenigstens Erfahrung dafür bekommen würde, dass ich das Ding Zeug sammel. Und somit lernen wir, Kistenabwurfdingens Kirchenzimmer sofort einholen. Nicht erst aufsammeln. Könnte ich sie alle vier auf einmal reintun, weißt du? Es wäre ja kein Ding gewesen. Wir nicht so lange warten müssen auf jeden Einzelnen. Ich habe gerade gedacht, es funktioniert nicht, aber ich habe nur falsch geklickt. So, haben wir jetzt noch ein Notfallabding? Wie viele? Das ist mein letzter, oder? Das ist aber mein letzter. Wieso hatte ich 5? Jetzt schwören können. Na gut, die ganze Folge dreht sich heute einfach nur um Blut abholen. Dafür freut euch. Ich glaube, ich schneide das einfach alles zusammen. Obwohl, kriegen wir trotzdem ziemlich viel Zeit drauf. Ne, ich werde einfach 40 Minuten aufnehmen und dann schneide ich da irgendwie was zusammen und dann gucken wir mal. Wahrscheinlich dauert das 40 Minuten alles zusammen. Bei meinem Glück. Wie sieht es mit meiner XP aus? Kann ich die hier irgendwo sehen? Genau, wir könnten ja mal gucken. Ne, ist ja keine Plantierung, ne? Ich habe gedacht, wir könnten... Was ist mit meinem Kistenabwurf passiert? Es wird bereits einer durchgeführt. Willst du mich verarschen? Ich fürchte, das hat sich gerade erledigt. Gehen wir da hin. Machen wir morgen. Beim nächsten Mal, wenn ich mich einlogge, ne? Sicherheitshalber. Das nächste Mal, wenn ich mich einlogge. Das heißt, nächste Woche. Also, diese. In ein paar Tagen. Ich weiß nicht, wie spät haben wir es. 17 Uhr. Eine Folge dürfte ich noch schaffen. Übermorgen. Dann machen wir übermorgen, ne? Was für ein Scheiß. Über eine ich bin ja in irgendeine Richtung gelaufen. Bin ja nicht umsonst in die Richtung gelaufen. Das heißt, da muss ja irgendwo ein Kistenabwurf gewesen sein. Ich weiß. Was soll denn der Scheiß? Ein Kistenabwurf weniger. Oder vielleicht, weil ich die Kiste nicht gelootet habe. Nicht ganz. Ich habe die Hälfte drinnen gelassen, weil alles scheiße war. Oh. Das ist meine Quest. Meine Quest ist weg. Aber muss hier irgendwo sein. Ich glaube, ich weiß wo. Sicht.
Da muss links auf jeden Fall noch was sein. Oh Gott, ich habe dich getroffen. Ich gehöre zu diesen Statuen. Ups. Na gut, das hat nichts gebracht. Wir hatten ja da ein Gebäude. Nein! Oh, noch mehr Zeug zum Sammeln, ey. Wieso brauche ich das Atemgerät? Ich weiß auch nicht. Aber ich gehe mal kurz hier rein, ja? Bowie-Messer. Nein, die Brandaxt behalten wir mal. 58 Schaden. Ja, trotzdem ist er. Kein Vergleich. Leuchtpistole. Was für ein Scheiß. Ich höre dich atmen. Aber zum Glück gehe ich ja nicht zu euch. Wir wollen in diese Richtung. Da hatten wir eine Hütte auf der rechten Seite. Was? Okay. Ich möchte, wir müssen dahin. Sie fand ist die Quest da. Wo ist der Spind? Bestimmt wieder hier am Arsch der Welt, ne? Tschüss, Jungs. Wir wollen hier hin. Hier sind die Informationen, die wir brauchen. Okay. Wieso habe ich die Quest vorher nicht gesehen? Ich habe mich extra gedreht. Ah, guck mal, da ist hier wieder kleine Party. Wie sind da wie so Zombies rumlaufen? Oh, sie haben mich entdeckt. Ich habe nur die eine Waffe ausgerüstet. Ach ja, ich hab die Munition nicht mitgenommen, ne? Da war ja was. Jetzt muss ich meine Munition an dem verschwenden. Da hat sich jemand erschreckt. So, die Levisburg, der Levisburg-Hinterhalt. Hast du von dem Hinterhalt unten in Levisburg gehört? Wieder eins von diesen Mädels. Sie waren ihr gegenüber klar im Vorteil. Und trotzdem hat sie noch die Hälfte von Carries Crew erledigt, bevor sie überwältigt wurde. Den alten Mann selbst hat's dabei auch erwischt. Er war mir für die Pokerrunde von letzter Woche noch etwas schuldig. Meinst du, er hat in seinem Lager noch ein paar Kronkorken? Vermutlich ja. Mann, ich darf hier einfach nichts mehr mitnehmen. So traurig. Harveys Abmachung. Ach du Scheiße, wie soll man das denn lesen? Hey, du flippst wegen all diesen mysteriösen Attentätern aus, die in den Schatten rumschleichen? Du befürchtest, deine Crew könnte als nächstes dran sein? Dann hat dein alter Kumpel Harvey genau das Richtige für dich. Baller ihn mitten in... Raketenwerfer mitten in die Fresse. Ein Schuss von meiner kleinen Hübschen und von diesem Tussi. Und dieser Tussi bleibt bloß noch ein qualmender Krater übrig. Ich suche einen neuen Job. Gib mir den doppelten Anteil an deiner, an der Beute. Dann bin ich dein Mann. Melde dich, falls du reden willst. Harvey. Jakes Notiz. Snake, willst du wirklich nicht dabei sein? Hawk hat gesagt, dass die Mädels... denselben Kontrollpunkt nie zweimal angreifen. Kontrollpunkt Nord ist also sicher. Sicherer als jeder andere Ort, an dem du im Moment sein kannst. Denk drüber nach, okay? Jake. Wie sie Angst vor den Mädels haben. Oh. Ist ein Kochherd. Die Attentäter.
Ja, ich kann's auch nicht fassen. Ist eigentlich undenkbar, dass eine Gruppe Mädels in so einer verrückten Aufmachung die ganzen Jobs durchgezogen hat. Klar, habe ich auch ein paar Leute erledigt und eine ganze Menge mehr zusammengeschlagen, aber diese Tussis konnten ihren Weg förmlich mit gleichen Pflastern. Und bis jetzt haben wir sie noch nicht mal zu sehen gekriegt. Du musst aber schon zugeben, dass es irgendwie witzig ist. Kaum zu glauben, dass wir uns wegen einer Bande Teenager in Halloween-Kostümen ins Hemd gemacht haben. Die Knallharten bepissen sich bestimmt vor Lachen. Haben wir noch einen? Nee. Wie kommen wir jetzt dahin? Och, hübsche Musik. Den nehme ich mit. Aber ich mag sie nicht. So. Tonys Befehle. Was ist das denn? Tony, Brody sagte, sie hätten das Mädel gesehen. Er hat das Band. Geh rüber in sein Zimmer und schau dir das genauer an. Wenn seine Behauptungen tatsächlich stimmen, können wir diesen Orden der Mysterien endlich den Garaus machen. Trope. Finde Brodys Zimmer. Okay. Netter Stein. Warum macht er. Warum packen die da einen Stein hin? Oh, ich kann wirklich drauf laufen. Dann weiß ich, wo ich hin will. Nein, er ist nicht gesprungen. Bist du Brody? Über mir. Seit dem Fall der Bomben verlieren die ehemaligen Gäste des Skiresorts zunehmend den Verstand. Aber wenn ich als Mitglied der Gesellschaft zur Nachstellung historischer Seeschlachten eines gelernt habe, dann, dass gute Vorbereitung der Schlüssel zum Überleben ist. Die Idioten haben ihre Habseligkeiten eingeschlossen und den Zugangscode aufgeteilt. Dabei könnten wir mit diesen kostbaren Gegenständen gut handeln. Jede Entscheidung, die sie treffen, ist töricht. Anstatt diese Anlage als Hauptquartier zu nutzen und Jagdgruppen zum Plündern loszuschicken, sollten wir eine neue Operationsbasis finden. Wir sollten uns in größeren Gruppen zusammenschließen und alles mitnehmen, was wir unterwegs finden. Sie sind überzeugt, dass die Regierung uns retten wird. In Wahrheit aber sind wir ganz auf uns gestellt. Wir können uns nur noch selbst helfen. Ist jetzt vorbei? Kann ich lesen? Pokerabend. Hey, bei uns steigt am Montag im Hotel ein Pokerabend. Fangen wir bei Sonnenuntergang an und hören auf, wenn den Pennern die Kronkorken ausgegangen sind. 25 bis 50 Kronkorken Blinds. Komm pünktlich. Intranet offline? Hey, ist bei euch auch das Intranet offline? Ich kann mich schon seit Sonntag nicht mehr anmelden. Ist das nicht schon das vierte Mal diesen Monat? Wenn das wieder passiert, trommel ich ein paar Freunde zusammen und schaue bei Toni in der Haupthütte vorbei. Sagt Bescheid, wenn ihr dabei seid und welche Waffe ihr mitnehmt. Alux. Alux. ich lese hier mit, du Schwachkopf, Toni. Eröffnung, südlicher Kontrollpunkt. Boss Trope sucht ein Team, das nächsten Frühling den südlichen Kontrollpunkt hochnimmt. Meldet euch, wenn ihr Bock habt, Rose. Ist Rose nicht die da oben? Ich glaub schon. Gegenstand verloren. Hat jemand meinen Raketenwerfer gesehen? Rot lackiert, schwarzer Totenschädel und auf dem Griff ist mein Name eingeritzt. Ich hatte ihn in den Ständer gestellt, als ich mich letztes Wochenende nach dem Arena-Kampf mit Nails anlegte. Irgendein Arschloch muss ihn eingepackt haben. Bring ihn mir bis Montag zurück, dann stelle ich keine Fragen und drücke ein Auge zu. Wenn er bis dahin nicht da ist und ich rausfinde, wer es war, kriegst du von mir eine Expressfahrt ins Tal, Harvey. Mitbewohner gesucht. Carrie hat es letzte Woche beim Überfall in Levisburg erwischt. Ich brauche also einen neuen Mitbewohner. Hab's mir in der Snowdrift Lodge gemütlich gemacht. Zweiter Stock, Balkon über der Arena. Billardtisch im Gemeinschaftszentrum. Miete wird von mir, Derek und Brick geteilt. 55 den Monat. Meld dich, wenn du Interesse hast, Mark.
Hey Brody. Hey Brody, vermisst du was? Ich glaube, du hast gestern beim Pokerabend deine Tasche im Motel vergessen. Da sind deine Schlüssel und alles drin. Hol sie lieber vor ihr im Motel, okay. Arena-Plan. Nehmt jetzt Wetten für den Arena-Kampf am Samstag an. Gebt sie bei Nails, Tara und Rocky ab. Wettannahme endet um Punkt 23 Uhr vor dem Kampf. Die Kämpfe diese Woche sind einäugiger Pete gegen den rasenden Ralf. Zwei alte Haudegen treffen in einem kompromisslosen Kampf aufeinander. Davey gegen Shitters. Klingt es unserem jungen Davey, seinen bisher grimmigsten Gegner in den Boden zu stampfen? Seid live dabei, wenn er sich mit Shitters anlegt, der grässlichen Red-Kakerlake. 18 zu 1 ist auch nett. Stählende Schwestern gegen den Eisernen. Okay, ja, ist schön. Okay, wo war das nochmal? Am Montag im Motel. Ja, was ist jetzt das Motel? Achso, wir haben die Questmarkierung. Alles gut. Das ist eine auffällige Tür. Da gehe ich doch mal fix mal rein. Oh, auffällig kaputte. Hast du eine Mütze auf? Wie cool. Ist das ein Skin? Nehme ich auch mit. Schießpulver, ja, wieso nicht? Gezogener Melonenkomposttee. Okay. Kamera brauche ich auch. Na gut, gehen wir weiter. Warst du echt in der Hunde? Okay. Jetzt sind die Entwickler aber richtig verrückt geworden. Riesenkakerlake. Bei den Hunden. Okay. Hat er nicht schlecht gestaunt, als er aufs Morgen bekommen hat, der Kleine. So, hier sind wir richtig. Merkt man an den Gegnern. Die so tun, als wären sie Statuen. Ich will hier nur kurz den Schlüssel holen. Zimmerschlüssel. Und Schwarzpulverpistole, ja, wieso nicht? Level up. Leckeres Maulwurfshackenhack. Hackenhack. Na gut, machen wir das nächste Level up erstmal fertig. Stufenaufstieg. Intelligence. Machen wir den nächsten Waffenschmied fertig oder was? Oder wir sollten mal wieder auf Stärke gehen, um mehr zu tragen. Munition für ballistische Waffen. Nö, nö. Jeder Stärkepunkt. Deine Nahkampfwaffen wiegen weniger. Ich hab keine dabei. Schrott wiegt weniger. Wir gucken mal kurz. Wie viel Schrott, wie viel Gewicht habe ich jetzt? 153. Also ich habe auch nicht viel Schrott dabei. Also ein bisschen was. 153. Aber Schrott ist definitiv das meiste, was wir tragen. Viel Gewicht verloren, also hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Oh, hier sind keine Schlüssel dran. Nein, wir haben ganz, ganz viele Waffen. Also, da war auf jeden Fall ein netter Aufsatz dran, den ich gebrauchen könnte an der Waffe. Na gut, laufen wir zurück. Ich glaube, ich habe... Nee, ich habe ganz wenig Schrott noch dabei, ne? Nachricht von Phyllis.
Mutter, ich hoffe, du hast meinen ersten Brief erhalten. Die Lage hier im Resort wird immer schlimmer. Die Menschen um uns herum scheinen sich um niemanden zu kümmern. Ich habe gehört, wie sie über Jagdgruppen gesprochen haben und meinten, sie würden nach Charlestown gehen, um sich zu holen, was sie wollen. Die Leute streiten miteinander und kämpfen gegeneinander. Ich habe sogar gesehen, wie jemand erschossen wurde. Ich fürchte mich, Mutter, und ich will wieder nach Hause. Ich dachte immer, etwas Schlimmeres als den Krieg gibt es nicht. Doch was jetzt geschieht, belehrt mich eines Besseren. Pass auf dich auf. Ich hätte den Brief liegen lassen sollen. Ich bin einfach ein Sammler. So, da sind wir wieder. Zack. So, da müssen wir ran. Wir gucken uns hier erstmal um. Hier, wie. Achso, ich wollte schon sagen. Domfeuerzeug. Wieso habe ich den Scheiß jetzt mitgenommen? Bist du Brody? Keine Ahnung. Aber wir sitzen da wie ein Mädchen. Pleasant Valley. Intranet-Memo. An alle euch Saftsäcke von Tony Lagren. Betreff Intranet. Datum 18.11.86. Ja, ich weiß, das Intranet ist wieder kurz vorm Abnippeln. Ich arbeite dran. Wenn wir jemals den Dreckskerl finden, der diesen billigen Scheiß installiert hat, erdrossel ich ihn mit seinen eigenen Koaxialkabeln. Ich werde vermutlich wieder die verdammten Benutzeraufzeichnungen löschen müssen. Wer dadurch aus seinem Terminal ausgesperrt wird, soll sich bei mir im Haupthaus melden, damit ich das Passwort zurücksetzen kann. Wenn ihr bis dahin mit jemandem reden müsst, setzt euren Arsch in Bewegung und ganz einfach und geht einfach zu der betreffenden Person hin. Alter, was ist denn los? Schreibmaschine, okay. Ein Cheer-Outfit, eine Brille, Buchenform, Blei kann ich immer gebrauchen. Dreh hier noch durch, ey. Finde das, finde dies. Ich finde dir gleich einen Arschtritt, ey. Den kannst du haben, umsonst. Jetzt brauche ich langsam eine Werkstatt, ne? Nein! Ich hab wieder ein Airdrop-Ding bekommen. Ach Gott. Ganz schön viele Raider hier am Start. Scheiß auf Barford. So. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ich brauch sie nicht. Sammle Holz. So, sehr schön. Haben wir mal wieder ein bisschen abgenommen. Und eine Menge Schrott. Ja, ich werd noch das dritte Level auf Schrott machen. Weil Schrott ist wirklich das, was wir am meisten tragen. Und vielleicht verringert das auch das Gewicht bei uns in der Truhe. Das wär's doch. Ganz viele Rezepte für mich. Wer mord hier rum? Wer will aufs Maul? Legendär. Schlagring. Ach Leute, gebt mir was Vernünftiges. Senkt den verursachten Schaden des Ziels 3 Sekunden lang. Ja, super. Alles voll, eine geile Scheiße. Kann ich voll gebrauchen. Kann ich nicht gebrauchen. Die Roboters. Kann ich nicht von hier aus rein?
Ist hier ein Geheimgang? Wenn ich hier auf einen Baum raufspringen könnte, kann ich auf einen Baum rauf? Natürlich. Ich glaube, der war überrascht. Oh. Hallo. Oh Gott, ich muss nachladen. Oh, ich muss nachladen. Das war ein bisschen ungünstig. Scheiße, ich bin in der Falle. Hallo? Funktioniert nicht. Ich glaube, ich bin tot. Oh mein Gott. Der Aufseher ist hier. Scheiße. Und wieso bin ich hierhin gerannt? Oh Gott, lass mich nachladen. Oh Gott, ich glaube, hinter mir greift jemand an. Ja, was jetzt? Auf jeden Fall erstmal. Ein Redaway. Dann zieh ich mir den hier rein. Kaboom! Ich kann gar nicht nachladen, ne? Du hattest den Raketenwerfer. Nein! Ich brauch die Raketen nicht. Tschüss. Nehmen wir den. Oh. Nur dieses scheiß Tümmel-Ding. Okay, irgendwie die.
So, Pleasant Valley Intramail. Gut, ich würde sagen, das ziehen wir uns morgen rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.